Und da ballern die Brocken doch rein, die man sucht. Hier am Wolchow soll es gerade wieder lüppen. Zweiter Fisch, auch schon wieder Ladoga-Lachs. Ja, raus damit. Ja, so soll das sein mit den Lachse. Und anscheinend ballern die tatsächlich hier gerade ganz gut rein. Ladoga-Lachs und Co. sollen hier, hier haben wir nochmal direkt einen Hecht. Da haben wir auch Co. In einem ganz guten Gewicht. Schön am Wolchow aufentspannt beim Schleppen hier zwischen den Inseln. So kann das doch gut gehen. Gerade schon von mehreren Leuten gehört, auch die Tage schon aus dem Livestream. Ja, lübt wieder ganz gut hier am Wolchow. Also, testen, testen, testen und ich drehe erstmal hier schön ein paar Runden. Ja, da muss ich gar nicht viel drehen, da ballert es auch direkt wieder rein. Links und rechts. Ei, 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 ei. Also, direkt mal reinholen hier die aktive Route und dann erstmal hier den kleineren und danach den großen. Ja, welche Strecke fahre ich hier ab? Ich zeige das gleich nochmal auf der Map, dass man das so ungefähr sieht. Ich meine, letzten Endes ist es eigentlich immer eine recht bekannte Route. Gibt auch schon verschiedenste Videos dazu. Und ich teste jetzt gerade natürlich einen der populärsten Köder fürs Schleppen. Gehe ich natürlich auch im Detail gleich nochmal drauf ein. So, mal eben wenden. Aber es funktionieren eben auch andere. Dodger Crank zum Beispiel. Snatcher. So in den verschiedensten Farben testen. Blau zum Beispiel funktioniert immer wieder ganz gut. Next. Also, da einfach mit verschiedensten Ködern probieren, verschiedenste Tauchtiefen. Wenn es so um die, na, ich sag mal so 3 Meter Tiefe ungefähr ist, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Dingen. So, und jetzt die dritte Route wieder raus. Wenn ihr könnt, natürlich auch direkt mit 3 Routen gleichzeitig. Ein bisschen darauf achten, dass die dritte Route, die ihr aktiv in der Hand habt, dass das nicht die schwächste ist, denn, wenn da ein Biss drauf ist und ihr habt links und rechts auch noch Bisse auf einmal, müsst ihr mit der am schnellsten draußen sein sozusagen. Also da gucken, dass man bei der aktiv geführten hier nicht unbedingt das schwächste Setup verwendet. Ich bin hier relativ grob unterwegs mit 35 Kilo Vorfach, weil ich keine Lust darauf habe, dass mir ein Hecht den Köder durchbeißt. Ich bin hier mit dem oder einem der populärsten Köder gerade unterwegs, der Balsamino 75 F006 mit 1er Haken. Etalon sind auch noch die sehr teuren Haken, hohe Qualität. Wenn man sich das alles so noch nicht leisten kann, wie gesagt, einfach günstiger dran gehen. Es besteht natürlich dann immer mal wieder die Chance, dass auch mal zwischendurch einen Fisch auch mal ausschlitzt oder so Sachen. Und dieses verringert man natürlich immer mehr mit hochwertigem Setup, mit, ja, Top-Haken und sowas. Also da dann nicht wundern. Es kann natürlich immer mal passieren. Ja, kann auch jetzt immer noch passieren, selbst mit so einem Setup, dass einem da irgendwann was ausschlitzt. Auch immer wichtig, schön rein in den Blank. Also die Power des Fischs muss durch die Rute abgefedert werden, dass man da nicht so in eine Richtung guckt quasi, wo der Fisch auch hingeht, sondern immer schön rein. Schön in so einem 45-Grad-Winkel, 90-Grad-Winkel. In so einem rechten Winkel, genau, dann lüppt das schon ganz gut. Und die Hechte gehen rein. Finde ich gar nicht schlecht. Mag ich eigentlich immer ganz gerne, wenn auch die Hechte reinballern. Nicht nur die Lachse, weil eben gerade auch die Hechte ganz gut Kohle bringen. Man kann Kaffeeaufträge abgeben und so weiter. Also, das lüppt. Ja, von der Strecke her, wie gesagt, eigentlich hier am 8-Meter-Loch einfach eine 8 fahren. Also, hier schön den Bogen, dann hier runter durch den Engpass, dann hier den nächsten Bogen. Oder andersrum, hier den Bogen, dann hier einfach wieder zurück und dann hier einfach, ne? Also einmal schön die 8. Ganz easy. Auch mal ruhig hier in diesem Bereich rumfahren, nicht nur die tiefen Stellen hier abbrettern, sondern auch hier, ich sag mal, gerade diese Area zwischen den Inseln hier oben, das ist immer wieder hot, da kann immer mal wieder ganz gut was reinballern. Ja, komme ich jetzt so langsam hin in dem Bereich. Und da fahre ich dann auch gerne mal einfach hier gerade, dass man dann hier so diese Strecke abfährt. Und dann kann man hier einmal wenden, dann wieder zurück und dann vielleicht hier einfach wieder so hoch.
ganz simpel von der Strecke. Vom, ja, wie gesagt, vom Setup her insgesamt relativ groß eingestellt, hechtsicher, so einigermaßen hechtsicher zumindest. Wir haben hier eine Schnur mit 0,8 mm Dicke, trägt 35 Kilo als Fluorocarbon, ist also äußerst unwahrscheinlich, dass ein Hecht das durchbeißt. Kann natürlich immer mal wieder passieren. Deutlich dünner würde ich da nicht unbedingt reingehen, weil, wie gesagt, ja, die Chance besteht ja jetzt selbst bei dieser Schnur schon mit 35 Kilo, dass das Ding durchgebissen wird. So 27 Kilo oder sowas, das ist so die absolute Grenze. Ja, auf jeden Fall schon ziemlich tricky, dass da ein Hecht auch mal durchbeißt. Ja, wie gesagt, vom Testen der Köder ganz wichtig, verschiedenste Farben auf jeden Fall testen. Dodger Crank und Co. Und, dann, wie gesagt, auch mit den Tauchtiefen vielleicht ein bisschen variieren, dass man da mehr verschiedenste Köder rausbekommt. Jetzt hier an der Stelle gerade alles ein bisschen barschlastig. Das heißt, ich wende hier einfach mal, setze mir jetzt so grob ein Ziel. Nehmen wir da hinten den abgerissenen Turm. So, und jetzt einfach Gas geben. Trollinggang ist wieder an. Wir gucken mal eben, ja, dann brettert man jetzt hier so schön geradeaus wieder durch. Einfach mal hier in die Richtung des Tiefen nochmal auswerfen. Bisschen Schnur locker lassen und dann schießt der Köder schön runter und häufig triggert alleine schon diese Bewegung. Ich kann noch mal eben kurz gucken, hier gucken wir mal eben rein von den anderen Ködern. Snatcher, wie gesagt, in blau, absoluter Klassiker, hier sogar noch mit Puschelhaken dran. Also das wäre jetzt hier eine Variante, die auch nicht unbedingt günstig ist, aber die man ganz gut verwenden kann. Der Snatcher alleine hier, die Haken liegen ja auch so ungefähr bei 30 Silber pro Haken. Plus der Köder, der liegt auch nochmal ja, so bei 30, 40. Also insgesamt auch wieder ein ganz teures Vergnügen. Aber die Köder bringt es dann auch immer wieder ganz gut. Und ja, weil die halt so teuer sind, muss man eben echt zusehen, dass man da nicht durch Hechtangriff irgendwo einen Köder verliert. Wäre halt sehr ärgerlich. Werfen wir den nochmal raus. Fliegt ganz gut, richtig schön. So. Und jetzt einfach locker durchziehen. Perfekt. Ja, so sieht es aus. Anzahl der Fische jetzt in 8 Minuten, ganz okay. Größe ist noch nicht okay, bin ich noch nicht so ganz mit zufrieden. Da haben wir und Doppelbiss und da geht's los. Ich habe aber allerdings auch erst jetzt hier in den Mittagsstunden angefangen. Das heißt, ideal war das jetzt noch nicht. Idealerweise auch hier wieder ähnlich wie bei den anderen Gewässern, wo es um Spinning geht. Zusehen, dass man früh da ist. Ah, guck mal, ein schöner Döbel. Auch nicht schlecht. Früh bedeutet 4 Uhr, 5 Uhr morgens, wirklich in den Morgenstunden schon da sein und zwar hier am Spot. Das heißt, in der Nacht quasi schon mal hierher fahren, dass man dann pünktlich, ja, 4, 5 Uhr morgens mit dem ersten Licht sozusagen hier schon direkt dann am Schleppen ist. Die Köder sind draußen und dann gib ihm. Das ist auch immer noch ganz gut und dann kann man eben hier schön bis so ungefähr 23 Uhr rumprobieren und die Nacht über dann, wenn man, ja, ich sag mal, wenn man will, vielleicht hier in dem Bereich mal auf Aal testen oder sowas. Und dann geht es halt in den Morgenstunden mit dem ersten Licht dann direkt auch wieder los. Ja, so sieht es aus. Kurze Info dazu. Ich sehe hier schon genau Ryzen. Den schreibe ich nochmal eben kurz an. Der ist nämlich die ganze Zeit schon hier unterwegs. Hören wir mal eben, was er noch so für ein Feedback geben kann. Ja, und gerade nochmal eben vom Ryzen das Feedback geholt. Der ist, wie gesagt, schon seit ein paar Tagen hier unterwegs. Ganz happy, dass das hier gut funktioniert. Gerade nochmal eben schauen vom Level 24. Also auch das gut möglich, dass man hier richtig gut Cash macht in dem Levelbereich. Er hat tatsächlich hier den Snatcher mit sehr großen Haken drauf. Riesig 2-0. Also ähnlich wie dieses Setup hier. Und dann tatsächlich auch den Balsamino, den man allerdings, muss man auch sagen, nur entweder mit Gold kaufen kann oder es gibt jemanden, der dir den Köder herstellt. In dem Levelbereich würde ich auf gar keinen Fall anfangen mit Kunstköderherstellung. Super, super teuer und wenn man dann noch nicht mal Skillpunkte drin hat, dann werden die auch nicht zwingend sehr gut von der Qualität.
Also von daher lieber mal schauen. Wir haben im Discord da eine Rubrik speziell für Kunstköderherstellung und da einfach mal die Leute anschreiben und nachfragen, ob die euch was herstellen können. Heißt also, die Materialien hinschicken. Da gibt es auch eine große Liste, welche Materialien man benötigt für welchen Köder. Die Sachen dann zuschicken und dann gibt es da bestimmt auch Leute, die euch die Köder herstellen. Also im Großen und Ganzen ist es das, glaube ich, mit sämtlichen Infos. Wie gesagt, wichtig, früh hier sein, damit sich das lohnt. Das gesamte Bootsticket, man kauft ja quasi immer ein Bootsticket für eine Stunde. Also von früh morgens hier sein, nicht erst so wie ich jetzt gerade in den Mittagsstunden. Da wird das jetzt langsam schon knapp. Und vor allem dann auch verschiedenste Köder testen, auch so ein bisschen je nach Wetter. Wenn man jetzt also nicht hier mit einem dieser guten oder mit diesen Balsa Minnows unterwegs ist, diese selbstgebastelten, dann wie gesagt hier mit dem Snatcher, mit dem Dodger Crank, also mit diesen Ködern. Dodger Crank habe ich noch gar nicht gezeigt. Crank, da sind sie, das sind die hier mit der 10, Dodger Crank 10 SS007. Hier dann auch mal verschiedenste Farben testen. Die Serie lohnt sich komplett. Also die ganze Serie hier der Dodger Cranks. Wie gesagt, einmal für einen Wolchow in der Größe. Man kann auch die kleinere nehmen. Hier die 7er. Aber ich sag mal, die populärere und man will ja auch die großen Brocken haben. Das sind dann hier, wie gesagt, die Dodger Crank 10. Also, so viel dazu. Ich ziehe jetzt auch an allen drei Routen. Perfekt. Ich ziehe jetzt nochmal schön hier ein paar winzige raus. Fangen wir mit den kleinsten an. Genau, da links ist was Größeres drauf. Alter Falter. Also, Frequenz ist da. An der Größe muss ich noch ein bisschen dran rumarbeiten. Vielleicht haue ich hier auf die Balsa auch nochmal ein bisschen größere Haken. Ich habe aktuell hier nur, auch für den atlantischen Lachs ist gerade, nur einen Einserhaken drauf, weil ich die zuletzt eher so ein bisschen für kleinere Fische genutzt habe. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ruhig mit einem, na ich sag mal, bis zu einem 2-0er-Haken durchaus möglich. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr, Petri.